In einer Hütte am bewaldeten Südende der Insel Texmona, Provinz Meløy, Norwegen. Lars Strindberg legte den Pinsel zur Seite und betrachtete das Bild auf der Leinwand. Es zeigte die Fjordlandschaft im Norden von Texmona, die von vielen Kreuzfahrtschiffen der Hurtigruten auf dem Weg nach Ornes durchfahren wurde. Das Gemälde war, wie alle Bilder, die Strindberg malte, eine Auftragsarbeit für einen Agenten in Kristiansund, der es an wohlhabende Touristen verscherbelte. Strindberg malte 4 Bilder pro Woche, was gerade ebenso ausreichte, ihn, seine Frau Enna und die kleine Tochter Sonja zu ernähren. Lars verließ das Atelier, das im ersten Stock lag. Enna war in der Küche beschäftigt. Er streifte sich die olivgrüne Öljacke über. Bist du schon fertig? Ich brauche ein bisschen frische Luft. Ich kann dir die Flinte aus dem Keller holen und schauen, ob ich uns einen Hasen schieße. Ich wollte morgen sowieso mit dem Boot nach Ørnes fahren und einkaufen. Außerdem habe ich Sonja gesagt, dass wir um 6 essen. Ich bin rechtzeitig wieder da. Versprochen! Natürlich nahm er das Gewehr nicht mit. Er hatte es vor Jahren zur Selbstverteidigung gekauft, weil im Umkreis von mehreren hundert Metern niemand wohnte. Er wusste nicht mal, ob es noch funktionierte. Die Landschaft war zerklüftet. Ein Sandweg führte von der Hütte etwa 200 Meter die Küste entlang. Enna und er hatten das Holzhaus vor 2 Jahren gekauft. Als Rückzugsort, weil Sonja weiterhin in Kristiansund die Schule besuchte. Lars Strindberg aber zog sich jeden Monat für 2 oder 3 Wochen auf die Insel zurück, um die Malaufträge zu erfüllen. Und in den Ferien kamen Enna und Sonja nach. Am Anleger schaukelte die Motorjacht, die Strindberg auf den Namen seiner Tochter getauft hatte. Es dämmerte bereits. Verflucht! Was ist das denn? Der Vogel war groß wie eine Eule. Wie ein Stein hockte er auf dem Ast und ließ es zu, dass Strindberg sich bis auf wenige Meter näherte. Der Kopf des Tieres wurde von Blattwerk verdeckt. Strindberg kniff die Augen zusammen. Verflucht. Das gibt's doch nicht. Was? Nein!